Eine Lawine namens Octagon kommt in eine weitere deutsche Stadt. Dies und vieles mehr am 17.06. in Oberhausen. Ostravě tradičně nesmí chybět miláček domácích davů Jan Široký. Bojovník, který je zvyklý také na armádu a právě za ní se postaví Jaroslavu Pokornému. Pokorný poté, co mu doktoři málem vzali díky zlatému stafilokokovi nohu, má na svém kontě 15 vítězství a to 15. přidal po 4 porážkách. Už se zdálo, že jeho kariéra směřuje ke konci, když Pokorný dokázal na turnaji Octagon 38 najít dostatek sil a dovedností, aby porazil Kana Aslanera. Jaroslav Džubos Pokorný! Široký má na svém kontě 12 vítězství a 14 porážek. V poslední době se velmi profesionalizoval, co se týká jeho přípravy a přineslo to své ovoce. Široký vyhrál 3 z posledních 4 zápasů a i když naposledy v Ostravě padnul s Diržkou, byl to fantastický duel. Nyní Pokorný nastupuje do zápasu se Širokým a podle svých slov je to zápas, ve kterém oba předvedou skvělou show, napínavý duel a určitě ukončení. Den ersten Kampf des Abends, der nichts mit dem Turnier zu tun hat. So ist es, Pascal. Und zwar Leichtgewicht. Und Thema des Kampfes ist es Polizei gegen Militär? Ja, Polizei gegen Militär, so ist der Plan. Das Ganze ist aber hier kein Krieg der Berufsgenossenschaften oder der Berufsgewerkschaften, sondern das Ganze hat folgenden Hintergrund. Den Mann, den wir hier sehen, Jaroslav Pokorný, ist in Tschechien als Polizist tätig, eigentlich hauptberuflich. Und sein Gegner für das heutige Match ist jemand, der aussieht wie ein kleiner Wikinger, der wirklich kampfeslustig in jedes Match reingeht. Das ist Jan Široký. Der hat zuletzt gegen den deutschen Kämpfer Konrad Diržka gekämpft, hat gegen Diržka verloren und der muss jetzt hier auf die Siegerstraße zurückfinden. Und ja, Široký ist hauptberuflich Soldat, ist bei der Army. Es ist übrigens sehr unterhaltsam, den beiden auf Social Media zu folgen, weil sie dort auch Dinge aus ihrem Berufsalltag mal so präsentieren. Und das ist der Hintergrund zum Statement Soldat gegen Polizist. Und jetzt sehen wir hier gerade, wie Pokorný vorbereitet wird, um in den Octagon reinzulaufen. Das Octagon wird nochmal gecheckt, ob die Hose auch richtig sitzt. Mundschutz drin, Handschuhe getaped. Und hier ist er im Käfig, die blaue Ecke. Und da kommen die Soldaten. Und jetzt kann es ja richtig abgehen, denn der Hometown-Hero Jan Široký mit seiner Soldatengruppe. Und traditioneller Musik. Dieses Lied ist sozusagen die Hymne von Ostrava. Dieses Lied ist für diese Stadt geschrieben worden. Und alle singen hier wieder mit. Wow, crazy. Einfach abgefahren. Das ist so verrückt, Mann. Das ist so verrückt. Der kommt hier.
Ist das ein Anblick hier, mit Militärbrigade an den Cage zu kommen? Wahnsinn. Davor die Polizisten, jetzt die Militärs. Polizei versus Militär, heute im Duell zwischen den beiden Sportsmännern im Leichtgewicht. Jan Schirocki, der jetzt hier noch mal seinen letzten Check-up macht. Er macht heute seinen fünften Kampf bei Octagon. Seine Bilanz sieht bislang nicht ganz, also es sieht bislang durchwachsen aus, aber er ist auch bislang jemand gewesen, der einfach jeden Kampf angenommen hat. Völlig egal, wie kurz vorher oder wie schlecht seine Chancen waren. Ja. Genau, er kämpft immer. Liegt vielleicht auch an seiner Berufswahl, dass ihm das da eintrainiert wird. So ist es. Einfach abgefahren, was hier los ist in der Halle. Also, Schirocki hat jetzt zuletzt in seinem Kampf gegen Konrad Dirschka, der aus Leipzig kommt, der, glaube ich, jedem deutschen MMA-Fan ein Begriff ist, hat er nicht ganz so gut ausgesehen, aber er ist eigentlich jemand, der ringt sehr gerne, slammt seine Gegner mit harten Takedowns auf die Matte. Also, es ist wirklich interessant. Und auf der anderen Seite, Jaroslav Pokorny ist jemand, seine Bilanz ist besser, aber er ist zum Beispiel jemand, er kickt in seinen Fights aus Prinzip nicht. Er boxt im Stand nur, er bringt prinzipiell keine Kicks. Ich weiß nicht, warum er diese Überzeugung hat, aber auf jeden Fall beides ganz eigene Kampfstile. Und diese beiden Männer treffen hier aufeinander. Ja, man kann sagen, beide Kämpfer haben nicht das Ziel, hauptberuflich MMA-Kämpfer zu sein, sondern sie haben, wie man sieht, eine andere Berufung. Aber sie wollen sich trotzdem hier heute Abend im Käfig messen. Und wir sind gespannt, was gleich passiert. So, und hier sehen wir nochmal beide im direkten Vergleich. Alter ist gar nicht so weit auseinander, 34 und 37. Pokorny ist 4 cm größer. Aber trotzdem ist Schirocki hier der Favorit bei den Buchmachern. Und wir übergeben wieder an André. Na hlavní kartě. Ladies and gentlemen, we are ready to start with the main card fights. Our next contest is lightweight bout scheduled for 3 5-minute rounds. And the referee in charge is Gerd Richter. Let me introduce you, both fighters, and we will start in the blue corner. He is 37 years old, stand 174 centimeters tall, weight 70.75. He represents ASA Hradec Králové Academy, and the coaches in his corner are Patrik Kincel, Tomáš Fiala, and Tomáš Kvapil. He has a professional record of 25 fights, 15 wins, 12 finishes, and 10 losses. Fighting out of Czech Republic, Jaroslav Jubox Pokorný! In the red corner, he is 34 years old. Stand 170 centimeter tall, weight 70.6 kilo. Represent Fighting Club Ostrava. And the coaches in his corner are Ivo Krastina, Tanas Skevopoulos, and Eric Bright. He has a professional record of 27 fights, 14 wins, 8 finishes, and 13 losses. Fighting out of Czech Republic and fighting for Ostrava City, Jan Schirocki! Ja, ich weiß nicht, ob ihr das an den Bildschirmen genauso mitbekommt, aber die Halle brennt. Hier Jan Schirocki aus Ostrava wird seine Stadt vertreten im Kampf gegen Jaroslav Pokorny. Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. God bless and keep it real. Touch your gloves, please. Und nochmal der Hinweis. Nur dieser Kampf ist nicht Teil des Game Changer Turniers. Alle anderen Kämpfe, die heute Abend hier ausgestrahlt werden, sind Teil davon. Hier geht es um die Ehre. So, gibt es gleich mal eine sportliche Umarmung zu Beginn des Kampfes. Und auch die Zuschauer feiern das hier. Jan Schirocki in der roten Ecke mit der schwarz-gelben Hose und Jaroslav Pokorny aus der Rechtsauslage in der blauen Ecke mit der weiß-gelben Hose. Und der zirkuliert hier schon die ganze Zeit um Schirocki rum.
Scirocchi hat sie, glaube ich, wirklich Hummeln im Arsch. Das ist permanent in diesem wuseligen Vorwärtsgang. Ja, Pokorny weiß wahrscheinlich darum, dass sein Gegner versucht, die Distanz zu überbrücken, da reinkommen will. Will das verhindern und kommt hier überfallartig mit einer geraden Linken, die auch direkt einschlägt. Und überrascht seinen Gegner. Takedown-Versuch. Es ist überraschend, dass Pokorny hier für den Takedown geht, weil eigentlich ist es ja meistens so, dass der kleinere Mann, also in dem Fall der Scirocchi hier die Takedown sucht, einfach weil der Weg zur Hüfte für den jeweils kleineren Kämpfer dann ein Stück kürzer ist. Aber die beiden sind richtig geladen und da kann einfach alles passieren. Vor allem mit dieser Zuschauerkulisse hier in Ostrava, das ist ja wirklich Wahnsinn. Schöner Low-Kick. War das ein Double-Punch? Oder habe ich mich gerade versehen? Hat er versucht, mit beiden Händen gleichzeitig zu schlagen? Ich glaube ja. Takedown-Versuch von Pokorny. Schafft das auch, ihn runterzubringen? Scirocchi versucht hier, den Rücken sich gleich zu holen. Und beide sind wieder zurück auf den Füßen. Beide haben sich jetzt noch mal hier kurz gesammelt, planen ihre nächsten Angriffe. Aber Scirocchi hier wirklich permanent im Vorwärtsgang. Der klebt an seinem Gegner dran. Er muss aber auch mehr Aktion. Harte Hand von Pokorny. Lange Schlaghand hier, die mal durchkommt. Hat er mal noch ein kurzes Lebenszeichen von sich gegeben. Ja, vielleicht ist das Pokornis Taktik. Den Gegner in Sicherheit wiegen, die ganze Zeit weglaufen und dann überfallartig da reinkommen. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass er eben darauf hinarbeitet, dass er Scirocchi auf sich zukommen lässt, damit er in diese lange linke gerade reinläuft. Oder den Takedown holt, so wie er es jetzt macht. Schöner Takedown, gut getimt dieses Mal. Mustergültig ausgehoben. Aber Scirocchi schafft es direkt, wieder auf die Füße zu kommen. Frisst allerdings zwei, drei harte Hände auf dem Weg nach oben. Hier Scirocchi aus dem Clinch, arbeitet mit Knien. Ja, und das eine Auge von Pokorny sieht schon etwas lädiert aus. Zumindest unterm Auge ist da eine kleine Rötung zu sehen. Das heißt, es ist wahrscheinlich für seine Sicht nicht allzu problematisch. Aber der schaut auch hier wieder, dass er Land gewinnt. Das ist ja auch anstrengend, gegen so jemanden zu kämpfen wie Scirocchi, der die ganze Zeit an einem dran klebt. Wie kämpft man gegen so jemanden, Pascal? Es gibt eigentlich nur den einen Weg. Rückwärts gehen, lange Hände schlagen. Er hat ihn angenockt. Das war kein Slip, das war ein Wirkungstreffer. Eben, wenn du verhindern willst, dass der Gegner die Distanz überbrückt, musst du dich rückwärts bewegen und idealerweise gerade Hände schlagen, um die Distanz zu halten oder mit Uppercuts versuchen, ihn zu erwischen, wenn er reinläuft. Seitwärtshaken solltest du möglich vermeiden, weil es immer Möglichkeiten gibt für den Gegner, drunter durchzutauchen und die Distanz dann kurz zu machen. Mir gefällt das ausgesprochen gut, was Pokorny hier macht. Er hat eine exzellente Beinarbeit. Er lässt Scirocchi hier ins Leere laufen, manövriert ihn hier aus und versucht dann immer von der Seite wieder anzugreifen. Also das ist taktisch sehr clever. Da hätte ihn fast auf das Bein gestellt. Und kommt dann immer wieder mit so eingesteppten Schlägen zurück. Also da ist dann auch immer richtig Wumms hinten dran, weil er nicht einfach nur aus dem Stand schlägt, sondern dann richtig sich selbst nach vorne bewegt und sein ganzes Gewicht da reinlegt. Takedown-Versuch, Single Leg und bringt ihn runter. Schön gemacht. Jetzt arbeitet er sich hier an den Beinen vorbei. Aber ist natürlich super schwer, so ein Energiebündel wie Scirocchi unten auf der Matte zu halten. Ja, absolut richtig. Vor allem der Mann aber jetzt ist er hier. Harte Hände von Pokorny. Das sieht richtig schwierig aus jetzt. Scirocchi ist im Überlebensmodus. Er taumelt. Aber jetzt geht Pokorny kurz die Luft aus. Scirocchi zurück auf den Beinen und die Halle feiert es. Achtung, Knie. Das knallt aber richtig. Er ist schon angeklingelt. Er hält sich nur noch gerade so auf den Beinen. Also er ist voll im Überlebensmodus. Schafft jetzt aber die Runde zu überleben und hat eine Minute Pause. Wahnsinn. Taumelt zurück in seine Ecke, aber einfach auch Pokorny ist erschöpft durch diese ganzen Schläge, die er jetzt gerade abgefeuert hat und versucht hat, seinen Gegner zu finishen, hat er auch deutlich Energie gelassen.
Und hier sehen wir den Octagon-Mittelgewichts-Champion Patrick Kinzel in der Ecke von Jaroslav Pokorny. Und es ist eigentlich fast ein Wunder, dass der wieder kämpft. Er hat nämlich letztes Jahr wegen einer ziemlich gemeinen Staph-Infection beinahe sein Bein verloren. Also das ist wirklich abgefahren. Ja, Staph-Infections sind mit das Ekligste, was dir irgendwie passieren kann, wenn du Kampfsport betreibst. Aber hier sehen wir jetzt nochmal die harten Hände. Schöne Hand ans Kinn, guter Takedown. Klasse gemacht. Pokorny und dann das Ground and Pound. Scirocki super explosiv beim Hochkommen, aber auf dem Weg nach oben hat er harte Schläge einstecken müssen. Wird also hier von Knien getroffen. Der konnte sich gerade noch um Haaresbreite in diesem Kampf halten und dann hatte er echt wahnsinnig Glück, dass der Pausengong ertönt ist. Saved by the bell. Ja. Aber auch beide zeigen hier, dass sie noch mal Welle machen sollen an die Zuschauer hier für jeweils ihren Gegner. Pushen das Publikum noch mal. Und die zweite Runde. Mal schauen, ob die Minute genug war für Scirocki, sich da zu erholen. Er sieht soweit wieder abgeklärt aus, aber er ist schon etwas vorsichtiger in seinen Angriffen. Weil er jetzt eben weiß, dass diese lange Linke von Pokorny auf ihn lauert und dass er da absolut nicht reinlaufen darf. Aber der macht das hier gut. Der schon wieder die lange Linke. Er also kommt rein und Pokorny schießt ihn ab. Meistergültig, wie der ihn abfängt aus der langen Distanz. Schöner Frontkick jetzt hier von Scirocki durch die Mitte. Also der muss sich jetzt hier was einfallen lassen. Vielleicht könnte auch Scirocki mal mit einem Takedown kommen, um Pokorny hier auf die Matte zu befördern. Das wäre jetzt mal wichtig, dass er hier ein bisschen Rückenwind bekommt. Und er sollte, wenn er reingeht, versuchen, über die Außenbahn zu kommen. Also sich von seiner Seite aus gesehen nach links bewegen, dass er von dieser Schlaghand wegkommt. Nicht gerade nach vorne gehen und genau in die Schlaghand reinlaufen, sondern von der Seite über die Führhandseite von Pokorny kommen und versuchen, so sich einen besseren Winkel zu erarbeiten. Ja, es ist auch spannend, was Scirocki hier macht, denn er versucht hier aus diversen Angriffen das vordere Bein von Pokorny anzugreifen. Kommt mit Fersenkicks, teilweise sogar mit Schlägen auf das vordere Bein. Das kann man auch mal nutzen, um eben eine Finte anzusetzen. Man macht zweimal einen Schlag aufs vordere Bein und beim dritten Mal setzt man den, täuscht man den Schlag an und zieht das dann aber zum Kopf hoch. Das, schöner Low-Kick. Das hat schon bei so manchen UFC-Kämpfern, Benson Henderson hat das meistergültig gemacht gegen Nate Diaz mal. Aber da kommt wieder Pokorny, der schöne Takedown von Pokorny, der da wieder mit einem guten Timing wartet, bis Scirocki die Distanz zu nah überbrückt und dann direkt das vordere Bein sich schnappt, Single Leg, und jetzt hier wieder punktet, indem er in der Aufstehbewegung mit harten Treffern Scirocki zusetzt. Versucht sie mit den Knien hier Schaden zu machen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Scirocki hier auch mal für den Takedown geht. Er muss jetzt allerdings echt effektive Wirkungstreffer setzen. Jetzt in der nahen Distanz hat er eigentlich einen Vorteil als kleinerer Kämpfer. Da ist es für ihn leichter, die Underhooks zu greifen. Aber beide wieder hier im freien Stand. Und jetzt sieht man Scirocki auch schon an, dass er sich ziemlich im Kampfverlauf anstrengen musste. Also der atmet schon deutlich schwerer. Versucht sie mit dem Spinning Back Kick. Aber Pokorny macht es gut bisher. Wenn die Distanz zu kurz ist, ist er stabil und trifft ihn hier wieder mit einer harten Hand. Aufwärts haken und kann er den Sack jetzt zumachen. Ground and Pound, der Ringrichter ist ganz nah dran. Scirocki zieht Pokorny hier auf sich drauf, versucht ihn zu klammern, damit er nicht weiter schlagen kann. Aber Pokorny sitzt in der Mount. Hammerfists auf den Kopf. Der lädt hier richtig ab. Der Referee Gerd Richter schaut hier ganz genau. Und jetzt in der Backmount, keine intelligente Verteidigung mehr und der Ringrichter bricht ab. Das war's. Uiuiui, ist das bitter für die Fans in Ostrava. Scirocki sieht's nicht gerne, aber vollkommen in Ordnung, dass der Kampf hier gestoppt wurde. Scirocki protestiert hier, sagt, man hätte den Kampf laufen lassen müssen. Er war noch im Spiel, aber man kann dem Referee Gerd Richter hier wirklich keinen Vorwurf machen. Da muss der Referee den Kämpfer vor sich selbst schützen, weil so aus es, der Situation gab es erstmal kein Entkommen mehr. Und bevor er jetzt da 10 weitere Schläge nimmt, die gesundheitlich wirklich nicht gut sind,
ist es dann schlauer, den Kampf abzubrechen. Ja, so ist es, denn der Referee hat die Aufgabe, dass die Regeln eingehalten werden und dass die Gesundheit der Kämpfer möglichst gut geschützt wird. Und auch wenn wir hier im Kampfsport sind und nicht im Streichelzoo, hat das natürlich eine gewisse Priorität. Und da sind wir natürlich froh, wenn wir da Leute haben, die geschult und genau drauf schauen. Aber bitteres Ende in dem Fall für den Lokalmatadoren Jan Szeroki. Ja, er ärgert sich immer noch, aber er ist auch immer noch auf wackeligen Beinen unterwegs. Von daher bin ich immer noch sicher, dass diese Entscheidung die richtige war. Er hat sich nicht mehr intelligent verteidigt, wie man so schön sagt. Ja. Und somit der Abbruch des Kampfes vollkommen in Ordnung. So, und hier sehen wir nochmal den Single-Leg-Takedown. Da ist er gerade rüber geswitcht. Also diese die harten Linken. Also wirklich präzise Schläge hat Pokorny hier gebracht, hat Szeroki gut abgefahren durch die Mittelbahn. Ausgezeichnet gemacht hier. Ja, sah etwas unorthodox aus zwischendrin, aber der Erfolg gibt ihm recht. Schöne Schläge getroffen. Hier sehen wir es, 65 Schläge insgesamt zu 21. Ohoho. Und 61 von diesen 65 waren signifikante Schläge. Dazu noch vier Takedowns. Also auch auf den Punktkarten wäre es ganz eindeutig geworden. Ja, er hat nicht viel geschlagen, aber wenn er geschlagen hat, dann hat es gescheppert. Ja. Ladies and gentlemen, the referee has called a stop to the action after 3 minutes and 9 seconds in the second round. And the winner by TKO is Jaroslav Jukebox Pokorny. Sieger in der zweiten Runde. Durch TKO, Ground and Pound, Jardo, gratulace. Pokorny. Dva veteráni domácí scény se potkali v tomhletom zápase a my jsme to komentovali se Sharpiem, takže to od tebe byla opravdu téměř dokonalá bouře. Všechny nápady, které jsem v tom zápase měl, se povedlo realizovat. Veteráni domácí scény možná, ale furt máme mladé srdce zápasníků a proto předvádíme s Honzou pořád atraktivní zápasy. A Honzo, moc děkuju. Byla mi čest s tebou bojovat, protože jsi můj vzor. Honza nebyl úplně spokojený s tím ukončením, ale myslím, že i ty si cítil, že už se tam hodně podvolil a díval se několikrát na Gerda Richtera, jestli máš pokračovat. Já bych jakože popravdě, já bych musel Honzu zabít proto, aby byl spokojený v tom zápase, že to bylo dobře ukončený, ale jsem rád, že tady ten rozhodčí byl, i když moc dobře vím, že Honza by tam ještě něco snesl. 70 si vypadal fantasticky, tak je to tvoje definitivní váha, nebo zase ti pak uvidíme v PR-ové? Já si myslím, že to můžu střídat ty váhy, jak 66, tak 70. Teď se klidně vrátím do PR-ové váhy a ten Roman Paulus by se měl přestat schovávat za Atilkovýma kalhotkama. Atilka tamhle sedí. Ty ho moc chráníš, Atilko, chráníš ho moc, naozaj. Uvidíme, jestli k tomu zápasu dojde, nicméně gratuluju k dnešnímu vítězství. Druhé vítězství v řadě, klobouk dolů, Jaroslav Jukebox Pokorny. Ostravo, díky moc. Also das war wirklich ein Sturm, den wir hier gesehen haben. Jaroslav sagt, wir mögen zwar Veteranen der einheimischen Szene sein, aber im Herzen sind wir immer noch beide junge Kämpfer. Und ich möchte mich bei meinem Gegner bedanken, sagt weiter Jaroslav. Jan, du bist mein Idol. Und ich weiß, Jan würde noch mehr und länger kämpfen wollen. Also ich bin wirklich froh, dass der Schiedsrichter in dem Fall da ist. Und dann kam noch eine Frage wegen der Gewichtskategorie. Also Jaroslav sagt, er könnte auch im Federgewicht wieder kämpfen. Ihm ist egal, beide Gewichtsklassen sind für ihn gut. Und zum Schluss sagt er noch, Roman Paulus, hör auf, dich hinter Attila zu verstecken. Komm raus da. Eine Lawine namens Octagon kommt in eine weitere deutsche Stadt. Dies und vieles mehr am 17.06. in Oberhausen.